So, Aufi. Wir wollen zu Schloss Lambent, um dort Großmeister zu werden. Und dann können wir den letzten wirklich wichtigen Zauber lernen, der bei Gerugon schon im Inventar brennt. Dann haben wir nämlich noch einen sehr mächtigen Buff. Und zwar, um die ganzen unteren Zauber zu bekommen. Jedenfalls ein paar davon. Also hier rein, da rein. Licht machen. So. Ja, Fackellicht. Ich weiß nicht, ob Fackellicht zu diesen Kombo-Zaubern mit dazu gehört. Aber es sollte es eigentlich. Weil es ja so ein Standardzauber ist, ne? Es wäre albern, wenn wir die übermächtigsten Sprüche sprechen könnten und das Fackellicht nicht mit dabei wäre. Dich kenne ich. Du warst ein Held aus Heroes 3. Nee, weiß ich nicht. Nö. Na gut, da rein. Großmeister, 8000 Gold. Jetzt kannst du ihr das da geben. Und das machen wir als nächstes, sonst vergesse ich das. Es wird schon Talana unterstellt, dass sie ein Alkoholproblem hat und das geht ja gar nicht. Also du sprichst jetzt Stunde der Macht. Und da ist bei Eile, Heldentum, Schild, Steinhaut, eventuell Fackellicht, eventuell magisches Auge. Was fehlt denn noch so an Sachen, die wir immer sprechen? Schutz für Magie, ne? Das ist die falsche. Genau. Schutz vor Magie werden wir immer von Hand nachzaubern müssen. Das muss ich mir merken. Weil der ist sehr wichtig, um nicht wahnsinnig zu werden und instant tot und so eine Scherze. Wir wollten nach Tatalia. Dazu müssen wir Serassia, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so wirklich wichtig, das zu machen. Aber der Inventarplatz wäre schon ganz schick. Oh, neue Hufeisen. Komm mit, komm mit, komm mit. Hallo, ihr wollt reisen. Wir würden gerne nach Hamdel. Wegen den Hufeisen. Wenn, ja, hier sind sie auch neu. Eins, zwei, drei. Hallo, es geht zurück sofort nach Erasia. Und jetzt hoffentlich nach Talia. Genau. Es geht sofort los. Und hier sind noch keine Hufeisen, denn in Tatalia waren wir ja recht spät. Das heißt, die werden jetzt gucken, wann wir die Hufeisen aufgenommen haben und dann ein Jahr später die Hufeisen einfügen. Das ist nicht so, dass Punkt 1.1. überall wieder Hufeisen und Fässer und was weiß ich auftauchen. So funktioniert das nicht. Jo. Also wir wollen den Wein verkaufen. Das war hoffentlich hier. Das würde allerdings Sinn machen, weil hier war auch der Weinkeller. Apropos Weinkeller. Da wollte ich gerne mal reingucken. Ja, gleich nachdem wir es verkauft haben, sonst vergesse ich das wieder. Also wir haben den gezaubert. Wir haben Tag des Schutzes gezaubert. Und wir können den Wein wirklich verkaufen. Also, wir haben 2000 Gold ausgegeben. Wir kriegen 2500. Boah, das ist eine ordentliche Gewinnspanne. So, 23.000. Komm. Unsere Großmeisterin braucht ganz schön lange, um sich zu erholen von den Buffs. Wir hätten jetzt noch gerne eine Stunde der Macht. Warten wieder ein bisschen. Oh, da fällt mir der nächste Zauber ein, der nicht automatisch gesprochen wird. Bewahrung. Der fehlt auch noch. Mal ganz davon ab, dass sie jetzt schon auf 60% Zauberpunkte runter ist. Weil die Buffs wohl doch recht teuer sind. So, also von Hand nach Zaubern immer Schutz gegen Magie und das da. Jedenfalls bei den ganz wichtigen, wahrscheinlich potenziell tödlichen Missionen. Und Fackellicht gehört nicht mit dazu. Das ist albern. Das ist wirklich übertrieben, wie viel Schaden die machen. Ah, stimmt, den Gruppenheilzauber müssen wir uns unbedingt holen. Fällt mir ja gerade ein. So, du heil bitte. Vampir? Vampir. Du sagst uns nicht aus. Oh, warte mal, will ich was ausprobieren. Untote vernichten. Zack, tot. Sehr schön.
Du bist auch tot. Du bist noch eine doofe Fledermaus. Da ist noch ein Vampir. Falscher Charakter. Und Tote vernichten. Zack. Und er flieht. Aha. Ja, das ist genau der richtige Dungeon für uns. Oh, 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 oh. Todeswolke. Bist du untot? Nee. Das ist nicht so schön. Also das sind keine Vampire. Das sind einfach nur Frauen, die sich gerne so anziehen. Ja. Weg. Ha. Damit hätte ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Ich meine, wir waren im Himmel und haben uns die mächtigsten Zauber geholt. Also ein paar recht mächtige Zauber. Und wir werden immer noch an derselben Stelle verprügelt wie vor ein paar Folgen. Aber na gut. Fackellicht. Den brauchen wir nicht. Ist ein bisschen doof, dass sie jetzt alles zaubern muss. Also wäre schön, wenn wir es ihm verteilen könnten. Aber klappt nicht. Dich noch. Und Schutz gegen Magie. Und da brauchen wir wahrscheinlich einfach nur noch mehr Level für mehr Lebenspunkte. So. Der da. Und der da. So, jetzt aber. Komm schon. So. Du warst leer, ja? Also nur noch hier unten in dieser Gruft. Gucken wir erstmal nach oben. Oh, das ist zu. Und noch eine Tür zu öffnen war vielleicht nicht die beste Idee, die ich bisher hatte. Oh, oh, oh. Okay. Okay, ganz ruhig. Unsichtbarkeit. Ist ein Fantierwesen in der Nähe. Ja. Okay. Vampir. Ist gleich tot. Du hast die Wahl jetzt zu heilen. Oder einen Vampir zu töten mit dem Lichtzauber. Ich glaube, ich bringe lieber den Vampir um. Genau. Du wirst von Gerogon totgeschlagen. 100 Schadenspunkte. Du hast fast keine Zauberpunkte mehr. Oder gar keine. So, sehr schön. Du heilst sie. Machst unten besonders weg. Heilst dich. Warum hat jetzt Lunaire keine Zauberpunkte mehr? Wurde sie irgendwie ausgesaugt, also Zauberpunkte technisch? Das ist ja auch garstig. Du Zaubern so. Können wir das Ding da irgendwie plündern? Oder einen Flock reinschmeißen oder so? Nö. Oh, oh, oh. Irgendwas geht auf. Aha, die Schatzkammer. So, was haben wir da? Verkaufen. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein... Können wir das wirklich brauchen? Alles verkauft und nicht mehr für besonders viel. Können wir das wirklich brauchen? Du, heilen. Ja, das sieht schon besser aus. Können wir das wirklich brauchen? Können wir das wirklich brauchen? Monsterkunde kann weg. Können wir das wirklich brauchen? Plus 10 auf alle Resistenzen. Ist an sich nicht schlecht. Können wir das wirklich brauchen? So, letzte Kiste. Kurz heilen. Ein bisschen mehr heilen. So. Noch einmal auf dich und dann Jolmo. Ups. Ups. Können wir das wirklich brauchen? Edelsteine kommen immer mit. Brauchen wir wirklich noch so ein Albern? Können wir das wirklich brauchen? Der Träger ist resistent gegen Schlaf. Ist jetzt nicht. Können wir das wirklich brauchen? So toll. Brauchen wir wirklich noch so ein Albern? Können wir das wirklich brauchen? So. Mit beachtlich viel Zeug im Inventar. Okay. Da ist noch was Blaues auf der Karte. Achso, sind die Kisten selber. Okay. Machen wir mal so. Du heil dich.
Da ist so eine Möchtegern-Vampirin, die tot ist. Sehr gut. Da ist noch eine, die auch tot ist. Hm? Wo kommst du her? Das ist die ganz garstige, hm? Auch wenn es ein wenig schwer ist, sie zu unterscheiden. Die haben alle fast nichts an. Komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir müssen. Das war knapp. Sehr knapp. Viel zu knapp. Das wären dann 28.000 Gold gewesen, mal eben so weg. Das wäre echt nicht schön. So, das reicht mir schon fast. Ist hier nur noch eine von diesen Nekromanten, richtig? Richtig, da hinten ist noch ein Raum mit Truhen. Okay. Du. Das da. Ja, und. Töten. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Oh. Komm, komm, komm. Ah, sehr schön. Und alles grün. Wie kommen wir an das Gold? Und an die billige Reagenz? Okay. Können wir einfach so ran. Oh, Schalter. Direkt neben dem Tor. Ja. Aber hier ist sonst nix, ne? Also war der ganze Dungeon einfach nur da, um geplündert zu werden. Nix irgendwie Besonderes hier drin. Okay, kann ich mitleben. Hm, also raus, da lang. Und top. So, was ist unser nächster Schritt? Reparieren. Ich habe keinen Platz, das brauche ich nicht. Das schaffe ich nicht. Oh. Keinen Platz mehr. Das ist nicht schön. Du bist reparieren. Experte. Das müssen wir ändern. Talana, ab nach Hause bitte. Denn hier weiß ich, dass es einen Reparieren-Experte gibt. Und der wird mir schnell sagen können, wo der Meister ist. Und ja, ich könnte auch im Tagebuch nachgucken, aber es wird langsam ein wenig unübersichtlich. Außerdem ist es immer gut, ein wenig in Kontakt mit dem, ich wollte schon Pöbel sagen, mit dem lieblichen Volk zu sein. Du siehst nicht lieblich aus. Reparieren Experte, Thomas Moore. Natürlich hinter da, ja. Du dahin. So wird es einem heimgezahlt, dass man zu faul ist, im Tagebuch nachzugucken. Guten Tag. Darf ich helfen? Weg, weg, weg. Danke. Warum hast du vier Stiefel, die wir nicht infiziert haben? Also zwei Paar. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Hm, Zauberpunkte plus 11. Dafür habe ich keinen Platz. Charisma plus 6. Plus 10 auf Stärke und Charisma. Nö, zieh mal die hier an. Und deine Rüstung bräuchte später, wenn sie repariert ist, dieses Härtung. So. Ja. Guten Tag. So, einmal reparieren bitte. Verkaufen. Das. Sonst. Oh, ist da noch ein bisschen mehr. Okay. Das dahin. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Plus 10 auf alle Resistenzen auf dem einen Umhang. Das ist doch doof. Oh ja, das kann alles wieder weg. So. Danke, bis dann. Dann hätte ich gern diesen Mischmaschtrank da. Da drauf. Sehr gut. Puh, die ganzen Hufeisen. Sind 10, Quatsch, 6 Stück, also 12 Punkte. Hm.
Also wirklich akut. Doch, bei ihr. Körpermagie Großmeister. Das wollte ich ganz schnell werden. So. Körpermagie Meister. Und da gucke ich jetzt auch nach. Sonst geht mir das Spiel wieder einen auf den Deckel.